Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Education Monday. Heute mit dem Thema Pyramidisieren. Darf euch recht herzlich begrüßen. Ihr solltet jetzt auch meinen Monitor sehen und mich hören können. Gebt mir mal ein kleines Feedback, ob soweit alles in Ordnung ist. Und dann starten wir natürlich hier auch. Heute zu etwas früherer Zeit, aber ich muss gleich noch außer Haus. Wunderbar. Ton und Bild ist vorhanden. Dann starten wir natürlich hier jetzt heute mit dem Thema Pyramidisieren. Unheimlich spannendes Thema, um die Gewinne zu optimieren. Das Ganze habe ich euch natürlich hier bei mir auch auf der Webseite unter Kursangebote Education Level 2 mit hinterlegt. Da hatten wir in der letzten Woche schon unseren Cost-Average-Effekt besprochen. Der ist hier und ich habe euch hier auch den neuen Kurs zum Pyramidisieren mit reingelegt. Also wenn ihr hier dann zum Kurs geht, habt ihr dann hier auch das Thema Pyramidisieren. Was das Ganze ist, wie das funktioniert, das möchte ich euch heute im ersten Teil theoretisch zeigen, anhand der Unterlagen, die ich euch hier bereitgestellt habe. Und im zweiten Teil wollen wir uns das Ganze dann natürlich mal praktisch an den Charts mit anschauen. So, wir gucken hier mal rein. Pyramidisieren bedeutet von der Definition her, dass die Positionsgröße von einzelnen Trades, die im Gewinn liegen, vergrößert werden. Wir haben es ja in der letzten Woche, und das ist genau das Gegenteil zum Cost-Average-Effekt gehabt, Positionsgrößen, die wir eröffnet haben, die im Verlust liegen, wurden durch eine zweite Position versucht zu optimieren. Da haben wir versucht einen sogenannten Mittelwert zu bilden. Also wenn eine Positionsgröße ins Minus gelaufen ist, wurde diese dann durch eine zweite Position supported. Beim Pyramidisieren ist es genau umgedreht. Das ist das Gegenteil zum Cost-Average-Effekt. Wenn eine Position einen entsprechenden Gewinn aufgebaut hat, wird diese Position durch eine weitere Buy-Position oder durch eine dritte, vierte Buy-Position hier dementsprechend aufgestockt. Und das ist der Vorteil daran, dass man hier aufstocken kann. Angewendet wird das Ganze, aber man sieht es hier schon, the trend is your friend in trendstarken Märkten. Das heißt, wir versuchen uns trendstärke Märkte herauszufiltern, eine erste Position in den Markt zu geben. Und das ist auch hier, wie gesagt, das Credo für den Aufbau eines Ganzen. Der Stop-Loss für die erste Position wird dann in den Gewinn weitergezogen. Und somit ist diese Position aus dem Risiko. Das ist ein großer Vorteil. Das heißt, beim Eingehen der zweiten Position, der zweiten Buy-Order in unserem Beispiel hier, haben wir gar kein Risiko mehr im Markt. Der zweite Trade wird eröffnet. Der Stop, wir sehen das hier. Ich habe euch das mal hier in einem kleinen Bild an einem Chart eingeblendet. Wir können das noch so ein bisschen vergrößern. Das Ganze, da sehen wir, wir haben hier so einen Trend. Ausbruch hier über ein Widerstandsniveau. Hier bauen wir die erste Position auf. Der Stop für diese erste Position, dazu nutzen wir immer den letzten Tiefstand, der zum Beispiel hier unterhalb dieses Widerstandsniveaus saß. Jetzt sehen wir, diese Position läuft deutlich an und um eine zweite Position aufzubauen, brauchen wir eine kleine Korrekturbewegung. Die sehen wir jetzt hier in dieser Phase im Chart. Wir sehen eine kleine Mini-Korrektur in diesem Aufwärtstrend. Und dann nutzen wir das Höchststandsniveau dieses ersten Movements nach oben. Das heißt, hier wird unsere zweite Buy-Order in den Markt gelöst, um dann, wenn dieses erste Höchststandsniveau überschritten wird, hier eine weitere Position mit aufzubauen als Stop, sowohl für die zweite Position als auch für die erste Position, die wir hier unten aufgebaut haben, wird dieses Retracement, also diese kleine Rückschlagzone hier im Markt genutzt. Dort wird der Stop für beide Positionen dann hineingelegt und damit sehen wir, sichern wir uns den Gewinn von der ersten Position, also diese Strecke, die wir hier zurückgelegt haben, die bleibt profitabel. Wenn zum Beispiel diese zweite Buy-Position zwar ausgelöst wird oder von uns in den Markt gelegt wird und nicht dieser Trend sich nicht weiter fortsetzt, haben wir trotzdem ein profitables Investment, weil dann würde diese Position in diesen zweiten Stop hier laufen. Das heißt, wir hätten dieses kleine Stückchen hier im Minus, aber das wird natürlich kompensiert durch den größeren Gewinn, den wir mit unserer ersten Position gemacht haben. Wenn wir dann wieder in eine Korrekturphase kommen, ich habe euch das mal hier eingezeichnet, wieder eine kleine Korrektur, ein kleiner Rücksetzer, wird wieder dieses Höchststandsniveau genutzt, um dort eventuell eine dritte Position mit aufzubauen in den Markt.
als Stop sowohl für die dritte, für die zweite und auch unsere erste Position wird der Tiefstand dieses kleinen Retracements hier genutzt, um so dementsprechend weitere Gewinne für unsere erste Position abzusichern, im optimalen Fall das Risiko auch aus der zweiten Position rauszunehmen. Hat jetzt hier in diesem Chartbeispiel nicht ganz geklappt, aber wir sehen auch, unsere zweite Position liegt hier nur noch mit einem Mini-Minus dabei und die dritte Position nutzen wir in der Hoffnung, dass sich dieser Aufwärtstrend dann hier am Markt entsprechend weiter fortsetzt. Hat er auch getan, neues Niveau, neue Korrektur und diese Tiefstände, die immer höher sind als die vorangegangenen Tiefstände, das ist ja die Grundtendenz eines Aufwärtstrendes, dass wir steigende Tiefstände haben, das nutzen wir dann hier zum Beispiel, um mal den vierten Stop mit nachzuziehen. Damit sehen wir, haben wir das Risiko aus der ersten Position, aus der zweiten Position und auch fast aus der dritten Position. Hier hätte man zum Beispiel, da wo der Strich jetzt sogar ist, noch eine vierte Position. Da haben wir einen kleinen Höchststand gehabt. Da hätte man sogar noch eine vierte Position mit eingehen können. Und dann wäre für alle vier Buy-Positionen das Stop-Niveau bei der vierten Position. Da sehen wir, das Ganze wird auch hier irgendwann dann ausgestoppt. Man geht davon aus, dass natürlich die letzten Positionen, die wir eingehen, irgendwann dann eventuell auch ausgestoppt werden. Das Mini-Minus hier von der dritten Position oder selbst wenn wir eine vierte aufgebaut haben, das interessiert uns bei dieser Strategie aber nicht, weil wir hier einen riesen Gewinn von der ersten Position aufgebaut haben, einen sehr schönen Gewinn über die zweite Position aufgebaut haben und die natürlich dann deutlichst größer sind als die Verluste, die wir vielleicht mit einer dritten oder vierten Position aufgebaut haben. Da kommt natürlich auch noch das Money Management so ein bisschen mit ins Spiel, wo man sagen kann, naja gut, desto höher, desto weiter dieser Aufwärtstrend in unserem Beispiel läuft, desto mehr muss man da natürlich auch überlegen, ob man nochmal mit dem kompletten Volumen reingeht. Ich mache das bei der ersten und zweiten Position so, dass die mit dem gleichen Volumen reingehen, für eine dritte, eine vierte, eine fünfte Position, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich steigt, dass sich dieser Trend irgendwann umrechnet, mache ich gerne auch etwas kleiner, wo ich dann zum Beispiel nur noch ein halbes Volumen mit in den Markt hier reinlege, ein halbes Lot, um dementsprechend da zwar noch investiert zu sein, wenn sich dieser Trend hier fortsetzt, aber dementsprechend, wenn das doch dann das Ende dieser Aufwärtsbewegung ist, dort nur noch ein kleines Mini-Minus durch die Stops und natürlich durch mein Money-Management zu machen. Und das Ganze, wie gesagt, hier nochmal in einem etwas größeren Bild, positionieren uns das nochmal. Wir nutzen da nachher, ich habe euch das zum Beispiel hier auch nochmal gemacht, unseren Trendline-Indikator, nutzen diesen Ausbruch hier für die erste Buy-Position als Stop. Wie gesagt, werden hier die Tiefstände genutzt. Mir reicht der Tiefstand unter diesem charttechnischen Widerstand, den wir hier durchbrochen haben. Man hätte auch den Initial Stop, den ersten Stop hier unten mit in den Markt reinlegen können. Also da orientiert euch einfach nach eurem Chance-Risiko-Verhältnis. Und dementsprechend dann hier der Aufbau der ersten Position. Hier seht ihr, kommt dieser Aufwärtstrend dann mal ins Stocken. Da haben wir die erste Korrekturbewegung, die ersten Gewinnmitnahmen. Und das ist interessant, die schaue ich mir an, wenn der Trend denn wieder nach oben läuft in Richtung der alten Höchststände, die wir hier mit dem ersten Movement am Markt gelegt haben. Das ist auch so ein bisschen die Elliott-Wellen-Theorie, die werden wir in einem der nächsten Workshops auch nochmal mit durchsprechen. Wir haben ja so nach Elliott-Wellen immer so fünf Phasen eines Aufwärtszykluses. Wenn dieses Höchststandsniveau, was wir hier vor der Korrektur eingeläutet haben, überschritten wird, da geht dann die zweite Position in den Markt. Und wie gesagt, für die zweite Buy und für die erste Buy wird dieses Retracement, dieses Korrekturlevel hier, dieser Tiefstand, den wir hier in den Markt gelegt haben, als Stop-Niveau genutzt. Dann sehen wir, geht das Ganze hier weiter nach oben. Wir markieren einen neuen Widerstand, wieder eine kleine Korrekturphase. Das Überwinden dieses Widerstandes ist dann der Einstieg hier in die dritte Buy-Position. Wieder eine kleine Korrekturbewegung hier am Markt. Da wird der Stop dann entsprechend nachgezogen, um das Risiko aus den offenen Buy-Positionen zu bekommen, um weitere Gewinne für die ersten beiden Trades hier abzusichern.
und natürlich das Risiko für die letzten Positionen, die wir hier im Markt aufgebaut haben, zu minimieren. Ja, und hier sieht man das an diesem Chartbild sehr schön. Das ist diese klassische Elliott-Wellenbewegung von 5 Zyklen. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Ausbruchzyklus. Das ist die sogenannte erste Welle hier am Markt, nachdem wir dieses Widerstandsniveau des vorangegangenen Abwärtstrends hier überwunden haben. Die erste Korrektur, das ist dann die Welle Nummer 2. Die wir im Markt sehen, dann schließt sich die nächste Aufwärtsbewegung an. Das ist die Welle Nummer 3 hier im Markt. Dann kommt die Korrekturbewegung. Das ist die Welle Nummer 4 und die Abschlussbewegung. Das ist dann die 5 hier oben im Markt. Ja, und wenn man sowas später mal ganz genau auserkennt im Markt, dann muss man da natürlich hier oben nicht noch weitere Positionen aufbauen oder wenn, dann diese Position mit einem verkleinerten Volumen, um da durchaus noch bei zu sein. Aber wie gesagt, dann die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr am Ende dieses Zykluses, dieser 5-Wellen-Bewegung, ist hier natürlich relativ hoch und dementsprechend bauen wir dann da zum Beispiel nur kleine Positionen auf. Ich habe euch das Ganze hier auch nochmal beschrieben. Schauen wir uns das Ganze nochmal für eine Sell-Position an. Da läuft das natürlich umgedreht. Hier das Ganze am Markt. Wir sehen, wir hatten hier im Vorfeld einen schönen Aufwärtstrend. Wir nutzen auch hier unseren Trendline-Indikator. Den kennt ihr ja schon, um dementsprechend hier ein Ausbruchszenario zu generieren. Haben wir diesen Ausbruch und dann die hier Unterstützung, bauen wir hier unsere erste Sell-Position im Markt mit auf. Als Stop für diese erste Sell-Position dient uns der letzte Höchststand hier im Markt. Habe hier wirklich den absoluten Höchststand genommen. Ihr hättet aber auch diesen Höchststand hier nehmen können, der sich ja oberhalb unseres Unterstützungsniveaus, unserer Unterstützungslinie hier befindet. Da müsst ihr schauen mit eurem Chance-Risiko-Verhältnis, wo ihr den entsprechenden Stop platziert. Grundsätzlich ist es immer der letzte Höchststand bei Sell Orders, der letzte Tiefstand bei Buy Orders, um dort das erste Stop-Niveau hier zu platzieren. So, dann sehen wir, dieser Trade läuft hier sehr, sehr schön an, macht ein erstes sehr, sehr schönes Movement in dem Markt. Und dann sehen wir hier ein kleines Retracement. Man hätte natürlich hier auch schon an der Stelle einer Seitwärtsbewegung diskutieren können, ob das die erste Korrekturwelle ist. Dann hättet ihr auch hier unter dem Tiefstand schon die nächste Sell-Order reinlegen können. Ich möchte da eigentlich schon eine kleine Gegenbewegung im Markt haben und nicht nur eine Seitwärtsbewegung, um da das nächste Entry-Niveau, die nächste Sell-Order hier praktisch in den Markt reinzugeben. Das war dann natürlich hier dieses erste Tiefstandsniveau, was wir mit dem ersten Abwärtstrend hier markiert haben. Da sehen wir, bauen wir dann unsere zweite Sell-Position im Markt mit auf. Als Stop-Niveau sowohl für die zweite Sell-Order als auch die erste Sell-Order dient der Höchststand, den wir hier im Rahmen dieser kleinen Korrekturbewegung in den Markt gelegt haben. Das ist unser Stop-Niveau sowohl für die zweite als auch für die erste Position. Und ihr seht schon, der Gewinn der ersten Position wäre größer als der Verlust der zweiten Position, die wir hier in den Markt gelegt haben. Also dann sind wir hier auch durchaus in einem positiven Szenario. Ja, und auch hier könnt ihr das Spiel wieder weiter fortsetzen, wenn wir die nächste Korrekturbewegung wie hier am Markt haben. Das markierte Tiefstandsniveau, das ist dann erneut der Einstieg für weitere Sell-Positionen, um diese dann halt hier am Markt mit aufzubauen. Das letzte Korrekturlevel wie hier wäre dann ein Stop-Niveau. Das können wir nach der nächsten Korrekturwelle nachziehen, um Gewinne der ersten beiden Positionen hier zu optimieren und natürlich das Verlustniveau der letzten Position hier zu minimieren am Markt. Also ein sehr, sehr schönes Prinzip. Vorteile habe ich hier euch auch aufgeschrieben. Vorteile des Pyramidisierens liegen natürlich begründet, dass wir trendstarke Märkte nicht nur mit einer Position ausnutzen. Wir hätten sonst ja hier auch nur einfach eine Sell-Order in den Markt reinlegen können und anhand der Korrekturhöchststände hier das Stop-Niveau nachziehen können. Dann wären wir aber nur mit einem Lot hier im Markt mit drin gewesen. Der Vorteil des Pyramidisierens ist einfach, weitere Positionen in einen trendstarken Markt reinzugeben, weil wir dementsprechend unser Risiko nicht erhöhen in diesen Beispielen. Bei dem Cost-Average-Effekt
ist es umgedreht. Da erhöhen wir ja unser Risiko, weil die Positionen im Minus liegen und wir durch eine zweite Position versuchen, die erste Position zu supporten oder auch dann die zweite Position durch eine dritte Position zu supporten. Hier ist es umgedreht. Das Pyramidisieren ist ein sehr, sehr schönes System, weil wir befinden uns bereits mit der ersten Position im Gewinn, können auch dort erste Gewinne absichern und haben dementsprechend beim Eingehen einer zweiten, dritten, vierten, fünften Position, manchmal haben wir wirklich sehr, sehr trendstarke Märkte, einfach kein höheres Risiko mehr drin im Markt, haben dann aber den Vorteil, wenn wir diese große Bewegung haben, das war jetzt hier zum Beispiel eine 100-Punkte-Bewegung, der erste Trade nimmt dann komplett diese 100 Punkte mit. Das wäre das, wenn ihr eine klassische Buy-and-Hold-Strategie gemacht hättet, ohne das Pyramidisieren, dann hättet ihr mit so einem Short-Trade hier 100 Punkte verdient. Wir sind nochmal bei circa 40 Punkten im Gewinn der ersten Position mit einer zweiten ein. Wenn der Trade 100 Punkte läuft, macht natürlich auch die zweite Position 60 weitere Punkte Gewinn. Damit habt ihr 100 Punkte Gewinn von der ersten, 60 Punkte von der zweiten Position. Und wenn ihr noch eine dritte, vierte, fünfte, natürlich dann auch den entsprechenden Gewinn noch on top. Das heißt, ihr vervielfacht mit diesem Beispiel natürlich eure Gewinne, wenn ihr diese trendstarken Märkte erwischt, ohne euer Risiko zu erhöhen. Also eine unheimlich interessante Handelsstrategie, das Pyramidisieren von mir sogar noch mehr bevorzugt als der Cost-Average-Effekt, weil beim Cost-Average-Effekt liege ich ja schon mit der Position im Minus, gebe im Prinzip, man sagt, an der Börse schlechten Geld, gutes Geld noch dazu. Hier ist es halt einfach der Vorteil, ich habe Gewinne aufgebaut, die sind so groß, dass ich auch weitere Positionen aufbauen kann durch das Stop, platzieren hier am Markt, gehe ich einfach kein weiteres Risiko ein, habe dann aber den Vorteil, wenn ich einen trendstarken Markt hier erwischt habe, dass ich dann dementsprechend hier meine Gewinne einfach optimieren kann und ich da noch einen zusätzlichen Hebel praktisch mit einbaue. Ich nehme nicht nur die 100 Punkte mit, als wenn ich den Trend alleine gehandelt hätte, sondern weitere 50, 60, 70, 80. Stellenweise haben wir sogar einen Faktor, wenn ich das durchziehe, ich baue eigentlich immer nur drei Positionen auf, verdreifache ich den Gewinn eines einzelnen Trends hier im Prinzip mit dem Ganzen. Und das ist halt sehr, sehr schön, dass wir unsere Gewinne hier optimieren können, vervielfachen können, ohne dabei unser Risiko dementsprechend zu erhöhen. Anwendung, wie gesagt, ich hatte euch das schon angedeutet. Wir schauen uns das gleich im zweiten Part im Live-Bereich mit an. Wir nutzen hier einfach unseren Renko-Trendline-Indikator, um uns hier einfach mal diese Ausbruchsniveaus in den Markt reinzusetzen. Ich habe es mal hier gemacht mit einer Buy-Order. Ihr seht, wir haben hier unsere beiden Trendlinien drin, die uns hier im Markt das Ganze schön Unterstützungs- und Widerstandsniveaus einzeichnen. Und der Ausbruch über die rote Linie, das ist ja hier die Tendenz der Widerstandslinie, ist natürlich hier ganz klassisch die Buy-Indikation. Hier erfolgt dann der Aufbau eurer ersten Buy-Position. Als Stop-Niveau dient uns, wie gesagt, der letzte Tiefstand. Das sehen wir hier nochmal sehr deutlich. Damit habt ihr ein geringes Anfangsrisiko. Ja, und dann würden wir hier warten, bis es zu einer kleinen Korrektur kommt. Der Tiefstand dieser Korrektur ist dann das Stop-Niveau für diese erste Buy-Order. Damit haben wir uns erste Gewinne im Trade angesetzt. Und wenn das zum Beispiel hier der markante Höchststand dieses ersten Movements gewesen ist, wird das das Niveau, wo wir dann eine zweite Buy-Order mit in den Markt reingeben. Für diese zweite Buy-Order greift dann natürlich auch der neue Stop, den wir dann hier zum Beispiel am Korrekturlevel mit platzieren können. Und so baut ihr hier so ein Szenario auf durch diese Ausbruchsszenarien. Ihr könnt dieses Szenario in allen Timeframes, in allen Märkten nutzen. Also egal, ob ihr hier in den Indizes, im Minutenchart, im 5-Minuten-Chart, im Stundenchart, im Tagesschart unterwegs sind. Wir haben in jedem Märkten trendstarke Phasen. Die sind natürlich in den größeren Timeframes noch aussagekräftiger. Deshalb das auch gerne zu nutzende Setup, was ich hier wirklich in größeren Timeframes gerne mit nutze, um wirklich große, lange Movements an den Märkten mitzunehmen. Und umgedreht natürlich hier auch bei den Sell Orders nutzen wir auch unseren Trendline-Indikator, wo wir dann sagen, okay, der Durchbruch durch die magentafarbene Linie ist ein charttechnischer Ausbruch nach unten. Ihr könnt hier auch selber euch die Linien mit einzeichnen.
Wer sich mit Charttechnik schon auskennt, der Trendline-Indikator unterstützt uns hier nur einfach gerade in der Anfangsphase, wenn man da so noch nicht so sicher ist mit Widerstands- und Unterstützungslinien im einzelnen im Markt, übernimmt er das hier für uns und somit haben wir da den Vorteil, dann dementsprechend sehr, sehr schöne Einstiege zu finden. Der Durchbruch nach unten ist dann das Eröffnen der ersten Position hier in den Markt und dem Beispiel dann natürlich der ersten Sell-Order, wenn wir dann unsere erste Bewegung hier am Markt haben und dementsprechend eine Korrekturbewegung. Das wäre für mich hier zum Beispiel auch schon der Fall. Wir sehen, wir haben eine sehr, sehr lange Seitwärtsbewegung im Markt. Die Höchststände werden dann hier neues Stop-Niveau. Damit seht ihr, halten wir aus der ersten Sell-Position das Risiko auch schon raus. Das Unterschreiten der letzten Tiefstände wäre dann der New Entry für eine zweite Sell Order hier am Markt. Auch für diese zweite Sell Order gilt dann das neue Stop-Niveau. Das wären die Höchststände, die wir hier im Markt sehen. Ja, das Video von heute, das kommt hier unten dann noch mit rein. Dann könnt ihr euch das Ganze natürlich hier auch nochmal als Video mit anschauen. Ich zeichne das Ganze ja für euch hier mit auf, damit ihr dann nochmal die Chance habt, euch das Ganze mit anzuschauen. Jetzt wollen wir uns das Ganze einfach mal im Live-Bereich mit anschauen. Das heißt, wir gehen hier einfach mal in einen klassischen Chart mit rein. Nehmen jetzt hier auch nur mal einen DAX 30-Chart. Mach hier auch großartig nichts rein. Ja, ich mache uns mal einen schwarzen Hintergrund, weil ich mag das ganz gerne auf dunklen Hintergründen. Und wähle mir einfach meinen Timeframe hier mit aus und setze einfach in dieses Timeframe in meinen Markt, meinen Trendline-Indikator mit rein, um mir dann markante Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hier anzeigen zu lassen. Und ihr seht, im Minutenchart hätten wir hier ein erstes mögliches Entry-Szenario in den Markt. Wir haben hier unsere beiden Trendlinien drin. Eine Widerstandslinie ist die rote und die magentafarbene Linie. Und ihr seht schon Unterstützungen, erster Tiefstand, zweiter Tiefstand, dritter Tiefstand im Markt. Da sind wir hier durchgebrochen aus dem Niveau. Das heißt, das ist hier der klassische Einstieg in unsere erste Sell-Order. Und das Stop-Niveau, das ist natürlich der letzte markante Widerstand hier im Markt, der letzte markante Höchststand, das wäre hier. Wer nicht so aggressiv arbeiten möchte, wir sehen, wir hätten jetzt hier ein adjustiertes Risiko in diesem Trade von 5 Punkten, die sollte man hier durchaus schon nehmen. Könnte natürlich auch sagen, ah, ich nehme den Widerstand, den letzten Höchststand hier. Ich lasse mir hier immer ein bisschen Luft zum Atmen. Ich nehme wirklich den letzten markanten Widerstand. So, das heißt, ihr hättet hier eure erste Sell-Order aufgebaut. Das wäre das Kursniveau beim Visualisieren uns das Ganze hier mal. So, das ist ein kleiner Anruf, der hat hier nichts zu suchen. Das heißt, ich wäre hier bei 12.009 Punkte short gegangen in den Markt, hätte mein Risiko hier bei 12.015 Punkten im Markt mit drin zu liegen. Das heißt, ein Risiko von circa 6 Punkten. Und wir sehen, die hat er auch schon als Gewinn aufgebaut. Jetzt warten wir ab in dem Szenario, lassen den Trade hier erstmal laufen. Natürlich solltet ihr euch auch orientieren anhand unserer Pivot-Niveaus, die ziehe ich mir natürlich auch immer mit in den Markt. Das heißt, ich schaue schon, wo liegen große, markante Kursmarken hier im Markt. Das heißt, ich setze natürlich meine Fibo- und Pivot-Marken hier auch mit rein in den Markt, um zu sehen, wo liegen denn wirklich markante Unterstützungs- und Widerstandsniveaus seitens unserer Fibo- und Pivot-Linien und sehe, aha, Resistance-Level ist 12,33 hier oben. Zum Pivot-Level haben wir viel Platz. Das ist ja eh die Idee, die ich gerne immer spiele. Einmal am Tag wollen wir zum Pivot-Level nach unten. Das wäre so meine Intention für diesen morgendlichen Handel, dass wir hier vielleicht einen schönen neuen Abwärtstrend etablieren am Markt, der in Richtung des Pivot-Levels, das wäre die 979, heute Morgen haben wir also noch gut 20 Punkte Platz, hier die Bewegung fortsetzen. Und jetzt warte ich wirklich ab, meine erste Position ist aufgebaut mit diesem Ausbruch unter dieses Unterstützungsniveau, bis wir hier eine kleine Gegenbewegung haben. Diese Gegenbewegung wäre dann das neue Stop-Niveau für diese erste Order. Das heißt, wir warten jetzt hier einfach mal so ein bisschen ab. Wir bleiben mal hier in dem Beispiel, weil wir das jetzt hier gerade schön generiert haben. Wir schauen uns das in den anderen Märkten auch nochmal an, wie wir da dementsprechend Positionen mit aufbauen können. Und das heißt, wenn wir, sobald wir hier eine kleine Gegenbewegung nach oben haben, nutzen wir das als neues Stop-Niveau, diesen Höchststand dieser Gegenbewegung und dieser Tiefstand, der dann hier eventuell in den Markt gelegt wird, das ist dann das Entry-Niveau für unsere zweite Sell-Order und somit können wir das Ganze hier dementsprechend mit aufbauen im Markt.
und weitere Positionen hinzugeben zu dieser ersten, die jetzt ja schon schönen Gewinn hier aufgebaut hat. Der Stop sollte dann in einem Bereich liegen, dass wir diesen Gewinn schon mal abgesichert haben, beziehungsweise unseren ersten Stop zumindest aus dem Risiko ziehen. Das heißt, uns hier vielleicht in dem Bereich irgendwo schon diese ersten Gewinne von diesem Trade mit absichern können. Das wäre die Zielintention. Möchte natürlich aus der ersten geöffneten Position mein Risiko rausbekommen, bevor ich hier eine zweite Kursbewegung am Markt mit eingehe. Ja, und ihr seht auch, wie einfach auch der Handel, wir haben hier keine Indikatoren mit drin, der Handel in den normalen Märkten mittels hier unserer einfachen Widerstands- und Unterstützungslinien sein kann. So, jetzt läuten wir hier mal eine kleine Gegenbewegung ein. Das wäre aus der japanischen Candlestick-Terminologie, wenn sich die Kerze hier so etabliert, sogar so ein Engulfing-Pattern am Markt. Jetzt sehen wir hier so eine Gegenbewegung. So, und da müssen wir dann mal schauen. Mein neues Entry-Niveau wäre dann der markante Tiefstand hier am Markt. Hier kann man sich die nächste Order als Market Order direkt in den Markt reingeben. Oder aber man hätte dann hier auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel einfach schon einen Sell Stop in den Markt reinzulegen, damit man dieses Niveau, falls es hier sehr, sehr schnell nach unten geht, auch wirklich erwischt zu dem Kursniveau. Wir sehen, wir haben dieses Spike hier nach oben. Wenn die Kerze beendet ist, ist das für mich durchaus schon ein Korrekturlevel und damit würde dann dieser Höchststand dieser aktuellen Kerze jetzt auch das neue Stop-Niveau werden. Das heißt, hier ist mein neues Stop-Niveau. Damit seht ihr, haben wir das Risiko aus der ersten Position raus, haben uns hier erste Gewinne gesichert, sind jetzt auch vorbereitet auf das sogenannte Pyramidisieren, haben den Tiefstand dieser ersten Bewegung genutzt, um dort einen zweiten Sell-Stop in den Markt zu legen, um also hier eine weitere Sell-Position aufzubauen. Und auch für diese zweite Position ist dieses neue Stop-Niveau hier unser Exit-Niveau. Und damit haben wir dann hier natürlich das Risiko aus der ersten Position raus, schöne Gewinne aufgebaut. Und wenn das Ganze hier dann dementsprechend nicht zum Tragen kommt, wenn der hier weiter gegen uns läuft, ja, dann sind wir nicht zum Aufbau gekommen, dann haben wir keinen trendstarken Markt hier dementsprechend gehabt. Dann haben wir trotzdem uns aber hier Gewinne im Markt gesichert für die erste Position, die wir aufgebaut haben. Das heißt, auch hier genau über das Money Management ausrechnen, wie oft ihr dieses Spiel, dieses Pyramidisierens machen wollt. Ich mache das in der Regel nur dreimal, weil natürlich mit den laufenden Trends die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr dann hier deutlich steigt, sodass ich sage, ich möchte dieses Spielchen dreimal machen, baue mir dann hier meine drei Positionen auf, also splitte mein Gesamtvolumen hier auf drei Kontrakte, die ich in den Markt reinnehmen kann und sage dann, okay, dreimal mache ich das Spiel, ziehe dann an entsprechend der Korrektur mein Stop-Niveau hier im Markt mit nach. Und wie gesagt, wenn es nicht zum Auslösen der weiteren Orders kommt, war es kein trendstarker Markt gewesen, dann muss ich dementsprechend hier auch keine weiteren Positionen aufbauen. Und ja, sucht mir dann einfach einen neuen Markt. Ihr könnt das, wie gesagt, in allen Timeframes, in allen Märkten nutzen. Ich würde gerne mit euch hier noch ein bisschen in diesem Markt bleiben, um einfach zu sehen, ob sich das Szenario hier jetzt noch weiter fortsetzt. Wir sehen, das ist so eine typische Korrekturbewegung, so ein kleines Pullback, so eine kleine Gegenbewegung. Und wie gesagt, nach der Elliott-Wellentheorie, die wir auch nochmal in einem Mann, die hier besprechen werden, wäre das praktisch hier unsere erste Welle nach dem Ausbruch unter dieses Unterstützungsniveau. Erste Welle. Das, was wir sehen, ist eine Korrekturwelle. Das ist die Welle Nummer zwei. Und die Grundidee ist, dass wir den Tiefstand, den wir hier in den Markt gelegt haben, wo auch unsere Sell Stop Order liegt, wieder unterschreiben. Das wäre dann die dritte Welle hier am Markt. Dann setzen wir erneut auf eine Korrekturwelle Nummer vier. Die nutze ich dann auch nochmal als Einstiegsniveau, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Zyklus fünf Phasen hat, fünf Wellenbewegungen. Das ist die theoretische Annahme dieser Elliott-Wellentheorie, um dann da auch eine dritte Position. Deshalb splitte ich das Ganze hier auch immer auf drei Positionen auf. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit zwei Kontrakten in den Markt geht, solltet ihr diese zwei Kontrakte aufsetzen durch drei, also jeweils mit ca. 0,7 hier in den Markt reingehen. Euer Gesamtvolumen wird einfach dann so weit aufgesplittet, dass ihr dann dementsprechend hier die genügend Kapital habt, um dieses Szenario auch dann zweimal, dreimal, viermal dementsprechend hier rauszumachen. Genau, hier kommt die Anmerkung. Wir haben natürlich immer noch ein Zwei-Punkte-Spread um diese Uhrzeit. Ich habe jetzt hier einen halben Punkt, irgendwie 0,8 Punkte mit drauf.
in dem Bereich. Der Spread muss natürlich mit einberechnet werden. Das heißt, nicht genau auf den letzten Höchststand hier das Top-Niveau nutzen, sondern euch diesen Punkt, den ihr Spread habt, oder in anderen Märkten 2-Punkte-Spread, wer jetzt heute Morgen im Dow Jones unterwegs ist, das natürlich bitte on top mitlegen, das immer mit einberechnen. Nicht, dass wir dann hier ganz knapp ausgenockt werden aus der Position. Dann nimmt er den Trend doch noch auf, setzt sich hier weiter fort. Und dann wäre das natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn dieses Szenario sich hier fortsetzt und wir einfach das Risiko zu knapp platziert haben. Deshalb schaue ich da natürlich immer, dass der Spread, das ist ja ein guter Hinweis, on top mit reingelegt wird. So, jetzt haben wir hier unseren offiziellen Handelsstart um 9 Uhr. Da sehen wir, kommt ein bisschen Vola mit rein, knockt mich hier auch aus, darf er auch. Ihr seht auch hier Sell Stop Order nicht mit ausgelöst am Markt. Also hier kann sich jetzt eventuell ein anderes Szenario ergeben. Damit sind wir nicht zum Pyramidisieren gekommen, haben trotzdem unser Handelssignal, das Ausbruchssignal hier genutzt, um in den Markt reinzukommen. Und vielleicht schaffen wir ja mit der 9:01-Kerze, wie gesagt, in der 9-Uhr-Kerze investiere ich mich nicht. Ich möchte erst mal abwarten. Vielleicht schaffen wir ja sogar den Ausbruch über dieses Widerstandsniveau. Dann hätten wir gute Chancen, zum Resistance-Level zu nutzen. Ausbruch aus diesen Widerständen wäre dann natürlich hier der New Entry in einen Buy-Trade, um hier eventuell auf einen längerfristigen Buy-Trade zu setzen am Markt. Und dieses Szenario dann dementsprechend hier in einem Buy-Modus zu spielen. Wir sehen, warum ich vor 9 auch gerne raus bin aus den Märkten. Wie gesagt, das war wieder dieses typische Szenario. Das hätte wahrscheinlich sogar unsere Opening-Strategie mit den Bändern funktioniert. Ich kann mal gucken, ob ich hier so einen Chart mit drin habe. Ja, wir sehen, nicht ganz funktioniert heute. Um 8 Uhr hat das sehr, sehr schön gepasst. Pünktlich vor 8 sind wir aus unseren Bändern ausgebrochen. Das ist ja diese Reversal-Strategie hier. Um 9 hat es jetzt nicht ganz geklappt. Wir haben zwar genau diese Gegenbewegung zum mittleren, zur Centerline hier gesehen, aber wir waren natürlich nicht ganz hier um 9 Uhr aus unseren Bändern ausgebrochen. Deshalb wäre hier um 9 Uhr diese Reversal-Strategie, die ich hier immer spiele, gegen den Trend aufgrund dieses Eröffnungsausbruchs zu handeln, nicht zum Tragen gekommen. Bleiben wir mal hier bei unserem Szenario. Wie gesagt, ihr könnt euch das auch in größeren Timeframes mit anschauen. Hier natürlich genau das Gleiche. Hier sehen wir zum Beispiel dieses Movement im 5-Minuten-Chart. So, da sehen wir, hier war der klassische Ausbruch gewesen aus diesen unter diese Unterstützungslinie, die magentafarbene Linie, die uns hier mittels des Indikators in den Markt gelegt worden ist. Das war das Opening für den ersten Sell-Trade gewesen. Als Stop-Niveau für dieses Szenario hätte uns dann natürlich hier der letzte Höchststand genutzt. Das wäre das Stop-Niveau, was wir hier in den Markt mit reinlegen für diese erste Sell-Order. Dann sehen wir hier so die erste Korrekturbewegung im Markt und dann auch hier so der erste Versuch einer Gegenbewegung. Damit können wir dann natürlich diese Gegenbewegung nutzen, um hier die letzten Höchststände zu nutzen, das Risiko aus dem Trade der ersten Sell-Position rauszunehmen. Das heißt, damit haben wir uns diese Gewinne gesichert. Und der Tiefstand dieser ersten Bewegung, den wir ja hier hatten, wird dann genutzt, um eine zweite Sell-Order hier mit in den Markt reinzugeben. Das heißt, damit haben wir die Gewinne für die erste gesichert, haben mit dem Unterschreiben, das war diese dicke Kerze, hier eine zweite Sell-Order eingebaut, nutzen dieses Höchststandsniveau, dieses ersten Korrekturlevels hier, nur eine Seitwärtsbewegung, aber über einen sehr längeren Zeitraum, als Stop-Niveau für beide Orders, sowohl für die erste als auch für die zweite Order. Und damit sehen wir Risiko aus der ersten raus. Die zweite pendelt jetzt plus minus null. In der Hoffnung aber, dass sich dieser Trend zum Beispiel hier, wie erwartet von mir, in Richtung unseres Pivot-Levels weiter fortsetzt. Da will ich hin mit dieser Order. Das wäre mein Kursziel-Niveau für das Ganze. Und eventuell könnte ich dann hier sogar nochmal, wenn ich genügend Platz habe zum Pivot-Level, dann auch nochmal nach einer kleinen Korrektur hier eine dritte Order mit aufbauen. Somit hätte ich mir dann, um einfach mal auf den Vorteil zu sprechen kommen, der erste Trade, wenn wir das Take-Profit-Level erreichen, würde 45 Punkte Gewinn machen. So, das ist das Szenario, wenn ihr das alleine spielt, wenn ihr sagt, ich ziehe das Ding jetzt durch bis zum Pivot-Level, der Trend ist intakt, dann macht ihr nach der
einfachen Strategie 45 Gewinnpunkte. Ist toll. Nach der pyramidisierenden Strategie hättet ihr hier eure zweite Position aufgebaut. Und wenn auch die durchläuft bis zum Pivot-Level, macht die auch nochmal weitere 25 Punkte. Das heißt, ihr hättet jetzt nicht nur die einfachen 45 Punkte gewinnen, sondern auch von der zweiten Position weitere 25 Punkte mit dazu. Das heißt, wir würden jetzt schon über 70 Gewinnpunkte sprechen und damit seht ihr, habt ihr eure Gewinnerwartung optimiert, ohne euer Risiko zu erhöhen. Wenn das nicht aufgeht, dieses Szenario, habe ich ja Gewinne der ersten Position, die zweite würde ein kleines Minus machen, die kompensieren sich gegeneinander, komme ich im schlimmsten Fall plus minus null oder mit einem Mini-Minus raus. Das Minus wäre aber geringer als das Risiko, was ich beim ersten Trade bereit war einzugehen. Wenn so ein Szenario aber aufgeht, kann ich da weitere richtig schöne Gewinne aufbauen. Und nehmen wir an, wir würden hier unten noch eine kleine Korrekturbewegung bekommen, dann würde ich auch dieses Tiefstandsniveau nutzen. Wir malen uns das jetzt einfach mal hier irgendwo so in den Markt mit rein, um eine dritte Position, weil ich habe ja noch Platz nach unten mit aufzubauen. So, und dann habe ich zu den 70 Punkten, auch der Trade hätte dann nochmal eine Chance, weitere 15 Punkte aufzubauen. Dann wäre ich schon bei 85 und ihr seht, 45 war das Anfangsszenario. Jetzt könnte ich mit diesem Szenario 85 Punkte, also fast das Doppelte rausholen. Derselbe Trend, dieselbe Bewegung, nur eine andere Strategie, durch das Pyramidisieren weitere Positionen zu dieser ersten Position aufgebaut, ohne mein Risiko zu erhöhen und damit aber praktisch das Doppelte an Gewinn hier aus diesem Trend mit herauszuholen. Das ist die Idee, die hinter dem Pyramidisieren steckt und so kann man seine Gewinne da natürlich hier sehr, sehr schön optimieren. Funktioniert in allen Märkten. Wir schauen uns das einfach mal in den neuen Markt an. Wir gehen auch mal hier in die Devisenbereiche rein. Ruf uns hier einfach mal mein Euro-US-Dollar auf, mach uns den Hintergrund hier einfach mal schwarz und setze hier einfach unseren Trendline-Indikator rein. Wir gehen hier auch mal ins kurzfristige Movement in so einen Minuten-Chart mit rein. Ja, und hier sieht man hier, wer ein bisschen Erfahrung hat, der kann sich die Trendlinie natürlich alleine einzeichnen. Ich mache das einfach mal 1, 2, 3, 4 Höchststände. Das sieht super aus. 4 Höchststände kann ich nutzen, um mir hier zum Beispiel eine Widerstandslinie reinzuzeichnen. Das heißt, hier sehen wir ein Breakout. Hier schließen wir darüber, das ist der Aufbau meiner ersten Position hier im Markt. Als Stop-Niveau für diese erste Position ist hier natürlich der letzte Tiefstand. Das ist mein Stop-Niveau. Ich visualisiere uns hier den Beitritt einfach mal in einer anderen Farbe. Ich mache uns hier einfach mal das als blau. Dann können wir hier die Buys und die Stops besser unterscheiden. Das ist mein First Entry, mein erster Beitritt in den Markt. Dann seht ihr, haben wir hier eine kleine Korrekturbewegung. Wir laufen hier nach unten. Hier oben, der Höchststand dieser Bewegung, das ist mein nächster Buy Entry. Da kann ich mir auch schon eine Buy Stop Order mit reinlegen in den Markt. Ist diese Korrektur hier beendet? Wir durchbrechen dieses Kursniveau, also die zweite Buy Order wird ausgelöst. Lest. Wunderbar, nutze ich natürlich diesen Tiefstand hier unten, um mein Risiko aus meiner ersten Position rauszunehmen, erste Gewinne abzusichern und dann sehen wir, geht es hier weiter nach oben und natürlich dann haben wir hier die nächste Korrektur am Markt, dieser Höchststand vor der Korrektur wird das Entry-Niveau für meine dritte Buy-Position. Und dieses Korrekturlevel hier, was wir sehen, das ist dann natürlich das Stop-Level sowohl für meine erste Position als auch meine zweite Position. Und damit seht ihr, super schöner Gewinn für den ersten Trade, Risiko aus dem zweiten Trade. Dann kann ich auch einen dritten Trade eingehen, weil ich habe das jetzt als Risiko nur noch mit im Markt. Sollte die dritte Buy-Order schief gehen, habe ich hier 25 Pips Risiko im Markt. Habe mir aber auf dem aktuellen Kursniveau im Worst-Case-Szenario mit dem ersten Trade schon fast 50 Pips gesichert. Der zweite ist auf Break-Even, also plus minus null das Risiko. Das heißt, selbst wenn dieses Szenario jetzt schief gehen sollte, dass der Markt diese Aufwärtsbewegung nicht mehr fortsetzt, habe ich hier immer noch einen schönen Gewinn von 25 Pips aufgebaut. Mit diesem ganzen Szenario gibt dem natürlich aber die Chance, dass er hier nach oben weiterläuft. Ich könnte hier zum Beispiel jetzt auch schon dieses neue Kursniveau nutzen, um hier die nächste Stop-Order in den Markt zu legen. Da möchte ich aber eine kleine Korrekturbewegung haben. Wenn ich das ganz aggressiv handle,
reicht mir das, leg mir hier den Stop rein, lass mich hier einstoppen, will nach oben, dann geht aber auch mein Stop-Niveau in diesem Fall sofort auf den letzten Tiefstand. Das wäre hier unter diesem Kursniveau. Und damit seht ihr, erste, schöner Gewinn. Zweite Position, schöner Gewinn. Die dritte Buy Order. Jetzt wäre die vierte ausgelöst. Ihr seht das hier oben. Auch für die dritte habe ich kaum noch ein Risiko im Markt und habe die vierte Position aufgebaut. Auch natürlich für diese vierte Position liegt mein Stop-Niveau jetzt hier an diesem roten Balken. Das heißt, ich habe hier noch ein kaum ein Risiko drin, habe zwei Trades mit einem richtig schönen Gewinn im Profit. Ja, und ihr seht jetzt einfach wieder der Vorteil, wie ich es eben schon gesagt habe. Aktuell liegen wir mit der ersten fast 100 Pips im Gewinn. Das wäre das Szenario, wenn ihr ohne Pyramidisieren gespielt hättet, hättet ihr ein schönes Signal, 100 Pips Gewinn. Zu den 100 Pips kommt natürlich noch der Gewinn der zweiten Position, fast nochmal 50. Jetzt seid ihr nicht nur 100, sondern schon 150 im Gewinn. Und natürlich auch nochmal der Gewinn der dritten Order, das sind auch nochmal 20 Pips. Das heißt, ihr wärt jetzt nicht nur 100 Pips im Szenario im Gewinn, wenn ihr hier nur eine einzelne Order reingelegt habt, sondern durch dieses Pyramidisieren liegt ihr schon bei über 170 Pips im Gewinn, habt aber noch ein Maximalrisiko. Der Stop für alle Orders liegt ja hier unten bei circa 20 Pips Risiko. Habt ihr also noch minimales Risiko von 20 Pips im Markt mit drin bei 170 offenen. Das tut mir auch nicht weh, wenn der dieses Niveau jetzt hier ziehen sollte. Dann habe ich hier ein Mini-Minus von 20 Pips, hier ein Mini-Minus von 10, 20 Pips irgendwie oder 1, 2 Pips sind es ja hier sogar nur. Lass mir aber die Chance auf und deshalb setze ich mir natürlich auch immer Fibo und Pivot-Marken mit rein. Wo könnte der denn hinlaufen? Resistance 1. Das wäre auch mein Zielniveau dann für alle Orders. Das heißt, ich würde hier drüber jetzt nicht mehr Orders aufbauen. Diese vier Orders reichen mir. Alle vier Orders haben Take-Profit-Niveau hier knapp unter dem Resistance 1 Level. Das wäre mein Zielniveau. Da will ich hin. Ja, und wenn dann dieses Szenario aufgeht, nach einer einfachen Strategie, hättet ihr dann schöne 115 Pips aufgebaut. Ihr seht, wenn sich unser Szenario hier so aber weiter aufbaut, seid ihr bei über 200 Pips. Das heißt, ihr habt durch dieses Pyramidisieren einfach eine super schöne Chance, eure Gewinne zu verdoppeln, stellenweise sogar zu verdreifachen, ohne dass ihr euer Risiko für eure Investments hier erhöht. Und das macht natürlich dann Spaß, wenn man dann so trendstarke Märkte erwischt, die wir wirklich in allen Märkten haben. Wir können uns das auch nochmal aus einem anderen Bereich, also es funktioniert, wie gesagt, in jedem Bereich. Wir können ja auch mal in den Commodity-Bereich reingehen, suchen uns hier mal einen Goldchart raus. Also ihr seht, es wird dann in wirklich allen Märkten funktionieren. Machen wir meinen Hintergrund hier wieder schwarz. So, und dann haben wir das hier auch im 5-Minuten-Chart. So, ihr könnt unseren Trendline-Indikator nutzen. Wer ein bisschen Übung mit Unterstützung und Widerständen hat, der sieht wie ich sofort, oh, 1, 2, 3, 4 Tiefstände. Das scheint hier eine Aufwärtsbewegung zu sein. Alles klar. Das ist ein Movement nach oben. Klarer Aufwärtstrend, der wird hier durchbrochen. Hier baue ich meine erste Sell-Order auf für dieses Szenario. Das heißt, hier gehe ich short. Blau ist jetzt mal short. Das ist der Höchststand der letzten Bewegung. Das ist mein Stop-Niveau hier oben im Markt. Da muss ich raus. So, und dann sehen wir erste Bewegung hier nach unten. Hier mache ich noch nichts, weil da liegt meine erste Position im Gewinn. Hier haben wir ein Korrekturlevel. Das heißt, an diesem Niveau nutze ich das Ganze, die Tiefstände zum Aufbau einer weiteren Short-Position im Markt. Und nutze natürlich dieses Gegenmovement hier, den Höchststand, um mein Stop-Niveau vom Anfangsniveau hier oben nachzuziehen. Damit seht ihr, habt ihr das Risiko aus der ersten Position raus. Und damit ist es so wie ein Erstinvestment. Ihr habt für die zweite Position noch ein kleines Risiko im Markt. Aber ich spiele dieses Szenario erst, wenn ich das Risiko aus meiner ersten Position rausnehmen kann. Euer neues Stop-Niveau lege ja praktisch hier unter unserem Einstiegsniveau, da liegt mein Stop-Niveau. Ich färbe uns das auch mal rot ein, dann seht ihr das visuell etwas besser. So, damit Risiko aus dem ersten Sell-Trade raus. Zweiter Sell-Trade wäre eröffnet. Wenn wir hier eine kleine Gegenbewegung sehen und er das Abwärtsmovement wieder aufnimmt, wird das unser neues Stop-Niveau und mein neuer Sell-Entry, um vielleicht eine dritte Position aufzubauen, würde dann hier unten liegen. Der alte Tiefstand, den wir durch diese Bewegung in den Markt gelegt haben, wäre dann der Entry in eine dritte Position. Und natürlich orientiert ihr auch hier euch anhand unserer Fibo-Pivot-Marken, wo könnte es denn hingehen?
Okay, S3-Level, da muss ich hier unten kurz vom S3-Level keine weitere Position aufbauen. Also die würde ich dann hier auch nicht in den Markt reinlegen, diese Order, sondern sage einfach, gut, dann soll er den ersten und den zweiten Trade an dieses Level 3 fahren. Da liegt mein Take-Profit. Und somit habe ich dann dementsprechend hier meine Gewinnerwartung. Und dann sehen wir, hättet ihr die Strategie nur einfach gespielt mit diesem Ausbruchsszenario, wäre das so 2,20 $ als Gewinnziel für diese Position. Geht dieses Szenario auf, habt ihr zu diesen 2,20 $ der ersten Position nochmal einen weiteren $1,20, also nochmal 50% mehr Gewinne. So, hier eine Frage, warum hängst du immer eine Null dran? Wo denn jetzt in welchem Markt? Das ist die Umrechnung zwischen Pips und Punkten hier. Im Euro-US-Dollar muss ich natürlich umrechnen in den einzelnen Bewegungen. Hier sehen wir zum Beispiel, sollte der nach oben laufen, 112, das sind 112 Pips hier im Markt. Da muss ich hier nichts umrechnen, das ist eine Pip-Angabe. In den Devisen muss ich natürlich mit umrechnen. Auch da wird es in Pips angezeigt. Wenn ich mir das hier anschaue, sehen wir 2765, sind nicht 2765, sondern 27,8 Punkte. Da muss ich es umrechnen hier das Ganze. Also hier, wenn ich mir das anschaue, das ist eine Pip-Angabe, die ich hier vom Höchststand zu Tiefstand sehe. 2700 Pips sind umgerechnet 26,8 Punkte oder 27 Punkte. Da müssen wir einfach immer umrechnen zwischen DAX und Devisen hier in den Einstellungen. Ja, und wir sehen auch hier, das Short-Szenario wäre weiter noch intakt. Euro-US-Dollar läuft hier auch weiter. Ihr seht, mein Zielkurs wird hier angesteuert und ihr seht, nicht nur 110 Pips durch eine einfache Order, die ich hier unten in den Markt reingelegt habe, sondern die Chance, wenn wir dieses Take-Profit-Niveau erreichen, das Ganze auf 200 Pips zu erhöhen, also einfach mal verdoppelt, ohne mein Risiko zu erhöhen, weil hier lag unser erster Stop, damit war das Risiko aus der ersten Position mit raus, beim Eröffnen der zweiten Position. So, dann wurde der Stop nachgezogen, praktisch aufs Einstiegsniveau der zweiten, damit war auch aus der zweiten Position das Risiko raus, mit dem Überwinden des letzten Höchststandes, das Auslösen der dritten Position. So, damit habe ich nur noch die dritte im Risiko mit drin. Nach diesem Korrekturlevel hier hinten haben wir dann praktisch noch mal eine vierte aufbauen können irgendwo, habe dann das Risiko aber auch aus der dritten Position raus. Das heißt, selbst wenn das Ganze hier in die Hose gehen sollte, bleibt das Mini-Minus von der vierten Position zum Stop-Niveau hier am Markt. Also da passiert mir nichts mehr. Wenn das Szenario sich aber hier so fortsetzen sollte in Richtung meines Resistance-Levels, habe ich einfach mal meine Gewinne optimiert. Das ist die Idee, die hinter dem Pyramidisieren steckt. Hoffe, es war wieder interessant für euch gewesen. Ich muss jetzt leider hier los heute. Das heißt, dementsprechend hier jetzt das Ganze für heute beendet. Ich hoffe, es war wieder spannend für euch. Ab morgen bin ich wieder da. Wer Fragen oder sonstiges hat, einfach bei mir melden. Ab morgen früh bin ich wieder im Büro. Heute bin ich den ganzen Tag außer Haus. In dem Sinne darf ich mich bedanken. Hoffe, war interessant für euch. Das Ganze steht, wie gesagt, bei mir auch hier auch nochmal auf der Website mit drauf. Da habt ihr hier unter Kursangebote Education Level 2 natürlich auch den Kurs. Und das Video würde ich euch natürlich auch heute denn oder spätestens morgen hier unten nochmal mit reinstellen. Könnt ihr euch das Ganze nochmal mit anschauen. In dem Sinne, gute Trades. Freue mich auf morgen. Morgen Nachmittag 15:30 Uhr. Schauen wir in die amerikanische Eröffnung rein. Dow Jones nur mal mit unserem Super Candle im M5-Szenario gehandelt. Euch zeigen, wie ich da meine Zielmarge von 50 Punkten versuche aus dem Markt rauszuholen, nur mit diesem Nachmittagstrade. In dem Sinne, wer morgen Zeit hat, seid da gerne wieder mit eingeladen. In dem Sinne für heute gute Trades und freue mich auf morgen. Dankeschön.